Hi Leute, hier bin ich wieder. Und zwar möchte ich euch heute mein neues Spielzeug vorstellen. Ich bin schon total aufgeregt, weil ich habe mir gerade dieses tolle Teil hier gekauft. Das Powerplay Mousepad von Logitech. Und zwar lädt das die wunderbare Maus, die G903 und die G703 wireless auf. Und zwar, ja, was wollt ihr wissen? Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, unten schreibt einfach rein, fragt mich Sachen, wie das Mousepad ist und habt ihr nicht gesehen. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Kleinigkeiten, was es kann. Und dementsprechend könnt ihr mir dann die Fragen stellen. Also, ich habe das Mousepad schon ausgepackt, auf den Tisch gelegt, schon ausgerichtet und auch schon etwas getestet eben. Ist echt eine feine Sache. Ihr könnt, ich wollte euch das mal zeigen, diese Mousepads, also diese Auflagen hier, das gibt es einmal mit Plastik und einmal mit Stoff. Mit Stoff, das habe ich noch im Karton gelassen. Ich bin nicht so der Typ für diesen Stoffkack da. Muss jeder selber für sich wissen, ne? Auf jeden Fall könnt ihr die kaufen. Und ihr könnt auch normale drauflegen. Also ihr müsst nicht unbedingt von Logitech kaufen. Ihr könnt auch andere drauflegen, die gleiche Größe natürlich haben sollten. Das solltet ihr vorher mal wissen. Ich kann euch mal gerade sagen, wie groß das ist. Vielleicht wäre das mal so interessant. Das ist einmal 34 in der Breite und einmal 28 in der Höhe. Also falls ihr was anderes drauflegen wollt oder ihr habt noch zu Hause was Geiles mit einem schönen Motiv oder so, könnt ihr es drauflegen, nehmt nachher die Maus und legt da drauf und dann lädt das schon auf. Also das ist total genial. Das ist das Grundpad, das ist gummiert. Na, das sieht man ja, das ist einfach gummiert und da rutscht auch nichts weg. Das ist wirklich Bombe. Hier ist das Ladegerät, sage ich jetzt mal, dran angeschlossen über 12 Volt. 12 Volt, 5 Volt, 5 Volt. USB. Ihr könnt das direkt an den Rechner stecken oder was weiß ich, woanders dran anschließen. Dann könnt ihr hier die Farben noch verändern, wie es leuchten soll. Ich habe es jetzt auf Rainbow stehen. Dann wechselt er die Farben. Ich finde das ganz nice. Es wird nie langweilig. Und zu der Oberfläche von diesem Kunststoffpad muss ich sagen, ich hatte vorher auch ein Gaming-Pad. Und hier stiegen die Abtastraten um das Doppelte, würde ich sagen. Also wenn ihr die Maus hier auf 12.000 dpi, so wie ich es vorher hatte, eingestellt war, ist sie jetzt hier nur noch auf, ja, 8.000, 6.000, irgendwo da, so werde ich jetzt liegen, weil die Abtastrate hier ist irgendwie, weiß nicht, empfindlicher, würde ich sagen. Ist alles ein bisschen genauer. Für die Gamer absolut ein Muss. Ja, ich habe es eigentlich immer gern auf 12.000 dpi gehabt, aber mittlerweile habe ich es jetzt auch ein bisschen runtergestellt, wie ich es gerade erwähnt habe. Und wer es schon bemerkt hat, ich weiß nicht, ob man es eben sehen konnte, aber ich heb jetzt mal die Maus. Ihr müsst mal hier drauf achten. Hier ist die Lampe von dem Ladegerät und ich heb jetzt mal diese Maus hoch. Und ihr seht, es lädt nicht mehr. So. Bei dieser Verpackung, da ist dieser Nupsi hier. Ja. So, das ist dieses Teil hier. Der ist damit bei. Das ist das spezielle Technik drin. Den müsst ihr austauschen von der Maus und nur dann lädt sie auf. Ne? Also sage ich gleich. Bisschen schade, weil vorher konnte man sich ein Gewicht mit reinlegen. Das geht jetzt leider nicht mehr. Das ist ein bisschen Nachteil, dass ich da hier mir irgendwie kein Gewicht mehr reinbauen kann. Aber naja, man kann eben nicht alles haben. Dafür habe ich schon, denke ich, einer der besten Mäuse überhaupt, die es gibt mit. Und ja, wenn wir schon dabei sind, stelle ich sie auch hier nochmal gleich vor. Guckt euch mal dieses schöne Teil hier an. Wie schön sie verarbeitet ist. Also ich muss echt sagen, total genial verarbeitet. Schöne Farben, ihr könnt es einstellen. Die Maus hält auch wirklich sehr lange im Gegensatz
zu anderen Mäusen, die ich vorher von Logitech hatte, wie die G600, boah, ich schlag mich tot. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es auch eine Funkmaus. Komme ich mir nicht mehr drauf, weil ich sage immer so, der alte Rotz ist weg und dann vergesse ich das alles wieder und dann lösche ich das aus meinem Gehirn. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und ja, was ich hier an der Maus, was ist besonders an dieser Maus? Ihr könnt hier an den Tasten oben die DPI-Zahlen verändern. Schneller, langsamer, wie ihr wollt. Ihr könnt die Farben einstellen, wie ihr sie gerne hättet. Ihr könnt auch die Beleuchtung von der Batterieanzeige hier oder, Batterie, ja, auch mit. Und die Anzeige von der DPI-Anzeige könnt ihr auch ausschalten, separat, so dass ihr nur das G-Leuchten habt, oder ihr könnt die auch ganz ausschalten. Dann habt ihr hier das Mausrad, ihr hört, das klickt ein, das rastet, das hat ein Raster. Und ich habe hier noch diese schöne Taste, das hat die 703er nämlich nicht. Und dann kann ich drehen, so wie ich das will, und ich benutze das immer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch benutzt, aber ich brauche das einfach. Das ist total genial. Ich habe mich jahrelang dran gewöhnt und ist einfach schön. Ich habe hier an den Seiten die Vor- und Zurücktasten. Und das Schöne ist, ich kann hier diesen Steg auf der anderen Seite rausnehmen, entfernen und kann dort auch noch Tasten einsetzen. So habe ich auf beiden Seiten Tasten und es ist eine Maus für Links- und Rechtshänder. Das ist was ganz Besonderes. Und das heißt, ihr könnt euch die einfach kaufen, ohne Sorgen. Also ich habe mir echt Gedanken gemacht. Diese Maus kostet wirklich Schweine 150 Euro. Das ist ein Schweinepreis. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin absolut zufrieden. Die ist total genial. Die liegt echt gut in der Hand. Und ich habe große Hände. Ich habe große Finger und alles. Und ich kann echt alles super geil bedienen. Und ja, ist schon ein schönes Ding. So, was wollte ich noch erwähnen? Genau, ich wollte noch erwähnen, ganz kurz, das Ladeteil hier von dem Powerplay Mauspad lädt den Akku von dieser Maus auf maximal 95%, damit sie nicht auf 100% festhängt und den Akku extrem schädigt. Weil dauerhaftes Laden schädigt natürlich den Akku. Und deswegen, ich weiß es nicht, wie das, ich muss es mal ein paar Tage ausprobieren, wie das ist mit der Akkuanzeige. Ich kann jetzt noch mal gucken, was jetzt bei mir so steht, ob ich das einsehen kann, wie viel Akkustand die jetzt hat. Ja, okay, jetzt hat die 97%, verstehe ich jetzt zwar auch nicht. Okay, vielleicht war sie ganz voll. Muss mal gucken. Gut. Ja, das haben wir. Also Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken und denkt an mich. Bis dahin, Leute, ciao.